Hallo Leute und willkommen zurück zu Harveys Neue Augen. Es geht weiter. Das, was wir hier als nächstes tun wollten, waren die Tiere einsetzen und das Rätsel zu Ende lösen. Und ja, machen wir mal, ne? So. Ich brauche erstmal ein bisschen Hilfe. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Das reinkommen. war die Er wenn Habe ja eine. jetzt schon echt eine Weile nicht aufgenommen und gespielt. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Wie war jetzt nochmal die Verbindung? Woher weiß ich das jetzt nochmal? Wie? Ich muss irgendwie. Ich muss hier einfach raufgehen, oder wie war das? Nee, das ist das einfach nehmen. Das war die Er wenn eine. Ja, und ich möchte jetzt aber nochmal dieses Bild haben, wie die Sachen draufstehen. Guck dir das doch mal an. Das war, Ach, das ist wenn der eine Notizblock. Emotion. Der Notizblock war das genau. So. Das wollte ich haben. So, wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen. Ja, mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Genau, deswegen habe ich auch fröhlich schon reingetan, oder was? Äpfel, Apfel, Lachen und irgendwas mit Stärke. So, was hat hier Stärke? Ist das ein Igel? Ein Bär? Vielleicht der Bär. Der Bär, ne? Der Bär. Apfel, Lachen. Und dann kommt, wenn man das zumindest hier da drunter jetzt so sehen würde. Stärke, Bär. Aber ich weiß nicht, ob dieser Teil hier dazu gehört. Ich weiß nicht. Ich probiere das mal aus. Geh mal raus. Wir versuchen das mal. Lilly, komm. So, pack das mal dahin. Apfel. Und der Bär. Und? Irgendwas passiert? Nein, dann nimm jetzt mal den Hirsch. Sagt er da überhaupt was zu, oder? Okay, Stachelschwein. Nee. Nee. Ist das Lachen vielleicht falsch? Mit Effing gefragt, war ich zum Beispiel niemals traurig. Ja, so lachen. Apfel, lachen. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Das ist für mich so der. Ist für mich der Bär. Oder muss ich jetzt das Letzte machen, weil das hier schon erledigt ist? Weiß ich nicht. Habe ich das zu schnell im Voraus ja angeklickt gehabt? Also ist es damit dann jetzt schon hin? Oder muss ich ihn jetzt irgendwie ansappeln? Hallo. Mach mal auf, Alter. Was? Kennen wir? Aha. So, Hinweise. Temperitter, die 3E, Gedächtnisstütze. Habe ich dir schon, ich glaube, alles genauer beantwortet? Du willst dir das Gewicht nehmen? Eins. Wie jeder weiß, erzeugt je mit Äpfeln im Gepäck, war ich zum Beispiel. Ja. Und wenn ich das jetzt gemacht habe, warum passiert. Ja? Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also mal sehen. An dem Tag war ich besonders Ah, jetzt guckt er hin, fröhlich. oder? Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie prüften die Statik und lobten mich für meine Stärke. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Bewarf ihn vielleicht nicht mit einem Apfel, aber Apfel war doch das Richtige. Aber er guckt da jetzt immer hin, ne? Also ich glaube schon, das Richtige ist, sprechen wir ihn darauf an und er erzählt dann seine Geschichte und guckt dann da immer hin. Aber man kann ja nicht im Gespräch alles ändern. Also, weißt du? Er muss ja nach und nach, naja gut, erstmal vielleicht eins nach dem anderen. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Ja, was soll ich jetzt direkt vier nehmen? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Ich weiß, ich check irgendwie nicht so ganz, warum überhaupt eins bis drei da ist, wenn es vielleicht am Ende eh nur um vier, den vierten geht. Ich dachte, ich soll jetzt nach und nach das alles machen.
Oder habe ich hier irgendwas sitzen? Weiß ich nicht. Bewarfen sie mich mit einem Apfel. Und das war so das, was er doof fand. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen von denen ich traurig war. Mit Wut und Bauchkönigin konnte ich große Stärke beweisen. Und wenn man halt das erste Bildchen nimmt, dann ist da ein Apfel, aber auch, ja, also Apfel lachen, Kokosnuss sauer, Banane traurig. Oh Mann. So, ich, mache ich denn jetzt? Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Kein Plan. Ich nehme jetzt mal den Apfel weg. Und nehme jetzt mal die Kokosnuss. Gucken, wie er seine Geschichte dann erzählt. Na? Ja, wach auf. Komm mal. Komm mal jetzt. Hm? Yeah. Ah. Jetzt so. Komm. Warte mal. So. Zum Glück habe ich mir extra für ja. die... Also, Malz, Schneller. An dem Tag war ich besonders fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt. Sie prüften die Statik und lobten mich für meine Stärke. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, die Geschichte, da hat doch... Vielleicht ist ja auch dieses Loben für seine Stärke Quatsch. Also ich orientiere mich mal an vier. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Also ist Kokosnuss vielleicht schon richtig. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Oh, ey, das macht mich kirre, dieses Rätsel. Ich will das jetzt endlich schaffen. Das ist voll doof. Mann! Was macht denn mal Sinn? An dem Tag war ich so, wenn wir uns reinversetzen, war er besonders fröhlich. Ich lasse das mal. Und sie loben ihn aber nicht für seine Stärke. So, Kokosnuss weg. Beschmissen ihn mit dem Apfel, Kokosnuss, Banane. Wir nehmen mal Apfel und nehmen mal den Hirsch. Mal gucken, was passiert. Ja. Hm? Nee. Kennen. Aha. Ja. Ich bin ein bisschen doof. Komm. Zum Glück als an den Fröhlich. Wir hatten gerade. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Guck mal. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Das macht Sinn, ne? Nein, warte. Die Geschichte hat doch. Schenkten ihm eine Kokosnuss. Komm. Heroisch finde ich super. Jetzt kriegst du noch eine Kokosnuss geschenkt. Ist auch eigentlich schön, das auszuprobieren. Hm? Kennen. Aha. Ja, komm. Zum Gals an. Fröhlich. Wir hatten gerade. Ja. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich genau für diese so war das. Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, nein, warte, die Geschichte, da hat doch... Oh Mann. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Ist ja klar, dann passt doch Hirsch mit fröhlich. Mit Wut und Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Ist ja auch klar. Kokosnüsse bewahrt mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Also kriegt er eine Kokosnuss geschenkt. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half. Worauf es ja eigentlich ankommt, war ich weder fröhlich. Über einen Apfel. Ich darf also nicht fröhlich und Apfel nehmen. Noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig. Also er ist fröhlich. Aber nicht über den Apfel. Oder? Über einen Apfel? Noch wütend über einen Apfel. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane und fröhlich wegen einer Kokosnuss. Also fröhlich. Nee, Apfel nicht. Geht ja auch nicht. Er ist fröhlich über die Banane, ne? Das haben wir noch nicht ausprobiert. So, wir nehmen jetzt mal die Banane. Das passt nämlich zu vier. Er ist fröhlich, heroisch ist er auch. Ich nehme das mal, oder ich wechsle die Tier kann man ja noch wechseln. Könnte aber klappen. Komm, sei heroisch. Krieg eine Banane geschenkt. Hm? Ja. Yeah. Aha. Ich finde, das macht Sinn. So. Zum Glück, an
Früh, wir hatten gerade... Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch. Die Geschichte, da hat... Vielleicht noch eine andere Emotions-Dings. Was steht denn hier über das mit dem... Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vor, in denen ich nicht traurig war. Passt ja auch zu dem Fröhlich. Mit Wund und Bauch konnte ich ihnen die große Stärke beweisen. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Wieder weiß, erzeugt jedes Essen. Mit Erfindung war ich zwischen niemals traurig, denn sie waren immer zu großer Stärke. Sie loben ihn für seine Stärke? Was ist eigentlich das andere mit diesem komischen hier? Stachelschwein. Wir nehmen mal das Stachelschwein. Das hatten wir noch gar nicht. Ich will nur mal wissen, was er da empfindet oder wofür da gelobt wird. Hm? Kennen. Aha. Gemeinsam aßen wir eine Banane, ist doch auch schön. Zum Ball an. Früh, wie hat. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Die Geschichte ergibt hier über. Da hat. Also ich verstehe den Sinn jetzt gerade doch so. Dass wir doch nach Reihenfolge gehen müssen. Vielleicht müssen wir das Erste wirklich schaffen. So, dann sagt er alles klar, so und so war das, weil er sagt, die Geschichte ergibt keinen Sinn. Ich kann also nicht direkt zu 4 springen, wie ich gerade dachte. Ich muss wirklich mit 1 anfangen. Und das mache ich jetzt einfach nochmal so. Wie jeder weiß, erzeugt so, weil er dann halt am Anfang erzählt, so und so war das erstmal. Und ich glaube, er muss dann nämlich dann hier so, ne? Kokosnüsse bewahrt mich immer zufällig, verstehe. Also er ist schläfrig. Und muss dann mit den Kokosnüssen wieder wach gemacht werden. Und dann am Ende kommt dann das alles andere. Also fangen wir mit der Geschichte wirklich von vorne an. Und ich hoffe, wenn er es dann richtig sagt, dann habe ich die Zeit, nochmal wieder alles umzustellen. Und Geschichte für Geschichte, und das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit von diesem Rätsel, muss durchgekaut werden. Also man muss dann auch wirklich wissen, was man nehmen muss. Damit die Geschichte am Ende wirklich bis zu 4 überhaupt kommt. Und ich hoffe, schafft das in einem Rutsch. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion für das Dabei. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel nie traurig. Äpfel, fröhlich und Stärke. Warum hat das aber am Anfang nicht geklappt? Ich hatte das doch schon. Vielleicht verstehe ich unter Stärke was anderes. Stachelschwein ist es ja wohl nicht. Heroisch, das der Hirsch? Für mich ist der Bär so die Stärke eigentlich. Aber, niemals traurig heißt aber, ja, fröhlich. Fröhlich, Bär und hier ist auch der Bär. Warum hat das aber nicht geklappt? Ich hatte die Reihenfolge ja schon am Anfang. Das hatte mich ja so irritiert, weil ich dann dachte, vielleicht soll ich das erste gar nicht machen. Wir versuchen es mal. Hirsch auch nicht. Es muss der sein. Komm, erzähl deine Geschichte und mach's mal. Warum geht das nicht? Hm? Kennen. Aha. Zum Glück. Also, an dem Tag. Fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie prüften die Statik. Und lobten mich für meine Stärke. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Nein, warte, die Geschichte, da hat doch... Dass das nicht klappt, das wundert mich irgendwie. Wo ist denn jetzt hier mein Denkfehler, Leute? Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen... Oh, wie oft will ich das eigentlich noch lesen? Mit Äpfeln im Gepäck. War ich zum Beispiel niemals traurig. Soll ich jetzt nicht Äpfel nehmen? Aber Apfel ist doch richtig. Hä? Ich mach mal kurz einen Cut. Ich versteh's gerade nicht. Bis gleich. Yay! Dieses Rätsel, ey. Also ich weiß jetzt zwar die Lösung, aber so richtig logisch finde ich das nicht. Also es macht zwar Sinn hier und da, wenn man das dann verstanden hat, wie die Lösung ist, aber wie man darauf kommt, finde ich sehr kompliziert aufgebaut. Und wir machen das jetzt einfach mal, weil ich weiterkommen will. Und zwar ist es so, dass man die Emotion, die kriege ich aus Nummer 4, wo ich so denke, hä, ich will doch eigentlich hier bei Nummer 1 erstmal anfangen.
Aber so läuft es irgendwie nicht, weil an diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelritter half, war ich weder fröhlich, also nicht fröhlich, und über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Also wenn wütend, dann nicht Banane. Und ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Bleibt nicht so viel übrig. Es gibt zwar Möglichkeiten, aber es ist wütend. So, jetzt sehen wir mal wütend. Wütend hatten wir noch gar nicht. Wütend immer weg. Wir nehmen jetzt wütend. Wütend, wütend, wütend. Ich war wütend an dem Tag. So. So, weiter geht's. Und nun ist es so, ja. Also so der Part, der verwirrt mich jetzt so ein bisschen. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Das heißt, es, wenn er eine heroische Tat an dem Tag verbringen sollte, dann darf ich nicht traurig nehmen, was wieder zu dem Wüten passt. Das ist zwar schön zu wissen, aber zum Beispiel mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen, hat mich auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil, warum nehme ich dann wütend? Also warum nehme ich wütend, wenn hier steht, da konnte ich nie stark sein oder er konnte halt nicht stark sein? Dann denke ich so, okay, Wut wird es wahrscheinlich nicht sein, es ist aber wütend. Und heroische Taten sind hier erwähnt. Vielleicht sollte man einfach grob auf das achten, was hier steht und gar nicht so ins Detail gehen, sondern einfach das wahrnehmen, was hier überhaupt erwähnt wird sozusagen. Und hier wird jetzt was mit heroischen Taten und Wut erwähnt und einfach das so ein bisschen oberflächlicher betrachten. Also nehmen wir jetzt die heroische Tat und das wäre dann der Hirsch. So, wenn man dann nochmal reinguckt und ich weiß, was ist jetzt hier mit dem blöden Obst, das verwirrt mich auch, weil bei Punkt 1 steht das hier mit den Äpfeln. Ich glaube, dann nimmt jeder erstmal den Apfel und denkt sich, okay, das ist Nummer 1. Äpfel, alles klar, bist du immer fröhlich, super, war ein guter Tag. Aber nein, so ist es nicht. Es geht eher halt darum, dass er ja nicht müde sein soll. Kokosnüsse bewahren mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Also einfach wirklich ganz grob nach 1, 2, 3, 4 rum durchgehen, beziehungsweise in diesem Fall sich bei Nummer 1 auch danach richten, nach dem vierten Punkt, den man ja gar nicht hätte, wenn ich das diese Rätsellösung nicht angedrückt hätte. Ne? Also schon etwas irritierend, aber er soll ja nicht einpennen oder was. Also geben wir ihm statt einen Apfel jetzt nicht einen Apfel, sondern wir geben die Kokosnuss. Steht ja auch da, war mir schon klar, die Kokosnuss hilft gegen Schlaf. Aber ich habe halt gedacht, es geht jetzt noch 1, 2, 3 und 4. Er erzählt seine Geschichte und am Ende kommt 4. Nein, alle 4 Punkte ergeben die eine richtige Geschichte und von allem ist etwas dabei, sozusagen. So, und jetzt sabbeln wir nochmal an. Hm? Kennen wir? Aha. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Ah, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Ah, Gott sei Dank. Ach, wir haben das Buch. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Na, endlich. Dann gehen wir da jetzt bitte mal hin. Hallo, Capo. Mein Gott, war das jetzt ein Akt, dieses Rätsel. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber ich fand es ein bisschen kompliziert aufgebaut. Also, ja, wie gesagt, es ist zwar hier und da logisch, so ist nicht, aber um auf diese Gedanken zu kommen alleine, das ist schon, ja, schon gemein. So. Na, Frank? Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu?
Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Ach was. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Die kriegen wir bestimmt auch noch raus. Keine Ahnung. Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendelhalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Okay. Dann gibt es hier noch der Schlangenzungenbärenorden, bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzsäulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten, aber schließlich setzten sich die Schlangenzungenbären durch. Unter großem Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der... Nennt man das wirklich so? Rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütige in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendehalslöwen in Mosaik eingepasst werden musste. Und um dieses Rätsel kümmern wir uns dann im nächsten Part. Wir haben ja hier direkt das nächste. Ich werde hier aber nicht... Nee. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das erstmal alleine hinzubekommen. Und das wenigstens haben wir hier auch schon wieder ein paar Hinweise. Mal gucken, wie schnell wir das lösen. Wir sehen uns im nächsten Part von Harveys Neue Augen. Bis dann!